Ich wollte mit euch heute ein Haul machen, weil ich habe mir in den letzten Tagen so ein paar Sachen besorgt. Manche habe ich auch schon ein bisschen früher besorgt, aber ich zeige euch das einfach mal. Ja, wir fangen einfach mal gleich an. Und zwar war ich natürlich wieder in DM shoppen, wie soll es auch anders sein? Ich liebe DM. Und ja, erstmal was Unspektakuläres. Und zwar habe ich mir diese Oropax geholt. Die finde ich immer ganz süß, weil da sind so bunte drin. Und Moment, ich habe den Kassenzettel vergessen, dann kann ich euch mal die Preise sagen. So, hier habe ich den Bon. Endlich mal aufgehoben, weil sonst habe ich die immer weggeschmissen und mich geärgert. Und ja, also zu diesen Oropax. Ja, ich brauche die, weil mein Freund, der schnarcht so laut. Und ja, da ist es manchmal besser. Die haben gekostet. Wo sind sie denn? 2,45. Dann habe ich mir geholt wieder meine Creme. Die kennt ihr ja schon, wenn ihr meine Videos guckt. Ja, das ist halt die Soft and Care mattierende Creme und die mag ich sehr gerne. Die riecht richtig lecker und die pflegt auch gut und die mattiert wirklich. Also ich finde sie super. Dann die hat gekostet. Wo ist es? Hier stehen gar nicht so viele Sachen, aber irgendwie. Ach so, die hatte ich früher geholt, stimmt. Aber die kostet so um die 2,50, glaube ich. Ungefähr so gedreht. Dann habe ich mir geholt, ich wollte nämlich mal ausprobieren, von Alverde habe ich entdeckt, das ist so ein Bodyspray. Und da steht das Quitte Wassermelone drauf. Und ja, dieses Bild halt hat mich so angesprochen und die Farbe. Bei Wassermelone, ich finde, das riecht so lecker. Und das riecht, so nach Wassermelone riecht es nicht wirklich. Also sehr süßlich und ja, sehr erfrischend. Also jetzt, wenn der Sommer endlich mal kommt oder halt der Frühling, dann kann man sich damit gut abkühlen, denke ich mal. Und es steht auch drauf, pflegt und erfrischt mit fruchtigem Duft. Also das stimmt. Bis jetzt finde ich es gut. Ich muss es halt noch testen und dann kann ich euch ja berichten, wie das so ist, wenn ihr möchtet. Das hat gekostet 2,45. Geholt zwei Lipglosse, diese Essence Day Matte Lipglosse. Und die habe ich jetzt in zwei Farbrichtungen. Also erstmal hatte ich mir den einen geholt und den fand ich so schön, dass ich mir noch den anderen geholt habe. Und zwar ist es einmal die 03 Soft Nude. Und ja, das ist halt so ein Nude. Und die sind halt auch matt, was ich sehr schön finde. Und sehr cremig, also ich finde die richtig schön. Ja, Lip Cream ist es, nicht Lip Gloss, sondern Lip Cream. Und also davon bin ich begeistert, nur das Problem ist halt mit meinen Lippen, da kann ich die nicht so oft tragen. Weil ich habe sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, also nicht rissige, aber sehr trockene Lippen. Oft. Und ja, das ist halt schwer, wenn man sieht es dann sehr bei diesen, also bei diesen besonders. Aber ich wollte sie trotzdem haben, weil ich sie irgendwie so schön finde. Und vielleicht wird es mit meinen Lippen ja mal wieder besser. Und dann kann ich die auch öfter tragen. Dann habe ich die 01 Velvet Rose noch. Velvet Rose. Und ja, das ist eher so ein, also ist auch so nudig, würde ich sagen. Nur mit so einem Rosé-Einschlag. Ich kann euch ja auch mal den Swatch daneben setzen, damit ihr den Ja, das ist Vergleich der habt. jetzt, dieser Rose. Und Entschuldigung. Ja, ich finde den sogar noch schöner. Also der zaubert einfach eine Frische ins Gesicht, finde ich, wenn man den drauf hat. Der gefällt mir sehr gut. Also die beiden eigentlich. Dann habe ich mir, ich hatte so einen Gutschein noch von Douglas, habe ich mal irgendwo gewonnen, auf irgendeiner Internetseite. Und ja, da waren halt noch so 8 Euro über. Und da bin ich halt in Douglas rein und da habe dann so geguckt, was könnte ich mir holen. Und dann bin ich am Flohmarkt Regal gelandet, einen Lippenstift ausprobieren von Flohmar, weil ich halt da noch keinen hab und dachte mir, vielleicht sind die ganz gut.
Und dann habe ich diese Farbe hier gesehen. Und das finde ich ja mal richtig. Also fand ich richtig schön im Regal. Hier kommt jetzt ein bisschen pink rüber, ist aber eher so Korall. Und vielleicht sieht man es hier besser. Naja, auf jeden Fall ist das die Farbe. Wo steht denn hier die Farbe? Ich weiß nicht, ob das die Farbe ist. Ich denke mal, das ist die Zeichnung dafür L14. Und fand ich sehr schön. Jetzt trage ich ihn euch mal auf, damit ihr den mal seht. Ist so ein pinkisches Korall, würde ich das jetzt mal nennen. Und ich finde die Farbe eigentlich sehr schön. Nur auf den Lippen kommt sie mir irgendwie zu krass raus, also zu dick. Der Lippenstift erinnert mich sehr an die Lippenstifte von Alverde. Ja. Weil die haben ja auch so Lippenstifte, die ich auch eigentlich sehr schön finde, nur die sind so richtig, haben so eine dicke Textur. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn die auf den Lippen sind, das fühlt sich so richtig, ja, belegt an. Also man merkt richtig sehr doll das, was auf den Lippen ist, und das kann ich, das mag ich nicht so gerne. Aber sonst finde ich ihn eigentlich auch ganz schön. Habe ich jetzt draußen noch nicht getragen, aber vielleicht kommt ja im Sommer mal der Zeitpunkt, an dem ich mich dazu überwinde. So, dann habe ich mir, wovon ja alle auf YouTube irgendwie schwärmen, und ja, musste ich es mir auch holen. Und zwar dieses Gesichtspeeling-Massage-Pad. Und ja, das kommt halt in dieser Verpackung, finde ich ganz süß, mit so einem kleinen Reißverschluss, wo man dann halt für unterwegs ist, das ganz praktisch, kann man dann mitnehmen. Und ja, das sieht so aus. Das finde ich ganz schön. Es hat hier viele Noppen. Und hier hat es nochmal so eine kleinere Fläche, wo halt so, ja, auch Noppen sind, aber die stehen halt nicht so raus. Und finde ich ganz super. Also ich habe es jetzt gestern ausprobiert, gestern Abend, und ich bin total begeistert. Also es fühlt sich richtig schön an, damit macht es viel mehr Spaß, sich das Gesicht zu waschen. Also ich benutze immer, oder besser gesagt, habe jetzt gestern benutzt dieses Dings. Das hatte ich mal in so einer Glossybox, die ich auch wieder gewonnen habe. Ja, und habe das jetzt dann darauf gegeben. Da kommt dann halt so ein Schaum raus. Ich kann es euch ja mal zeigen. Das finde ich ganz cool. Es kommt halt so in Schaumform. Und ja, habe das dann halt so einmassiert. Überall, und man kommt echt in jede Ecke mit dem Ding. Hier ist halt so ein Pinoppel, da kann man das gut festhalten. Und ja, ich finde es bis jetzt echt super. Und ich bin sowieso eher eine, ja, ich bin eher ein bisschen faul, wenn es darum geht, mich abends abzuschminken. Ich mache es trotzdem, aber eben nicht gerne. Und da finde ich das schon super, weil damit macht es gleich viel mehr Spaß, finde ich. Also das finde ich echt ein super Produkt, und das werde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe, Noppel mal ans Bad, an die Fliesen rangehängt. Und ja, heute Morgen kam ich dann ins Bad und habe geguckt, wo ist mein Massagepad. Ja, und dann habe ich es halt auf dem Boden liegen sehen. Also das hat irgendwie nicht so gehalten, aber ist jetzt auch egal. Das kann man ja auch sonst irgendwie verstauen. Moment, ja, das super. Hat gekostet, ich vergesse es immer, ich glaube auch 2,45. Moment, wo ist es? Ne, 1,75 sogar nur. Ich dachte, das wäre teurer. Ja, 1,75, cool. So, dann habe ich mir drei Nagellacke geholt. Und zwar der eine ist aus dieser P2 Summer Attack LE, die jetzt gerade draußen ist. Wenn ihr da noch was haben wollt, dann solltet ihr euch beeilen. Ich habe die nämlich schon eine Weile da stehen sehen. Oder vielleicht ist sie auch den ganzen Sommer. Könnt ihr mir mal schreiben. Es könnte auch sein, dass die nämlich den ganzen Sommer da ist, so wie letztes Mal. Da war auch so eine LE da, und die war auch den ganzen Sommer. Sehe ich Green Palm Tree. Und ja, den finde ich sehr schön, weil, ja, wie man es hier schon sieht, der glitzert richtig schön. Also ich habe ja auch, wer mich auf Instagram verfolgt, ich glaube bis jetzt noch keiner, schade. Falls mal jemand Lust hat, ihr könnt mich ja mal auf Instagram verfolgen. Da heiße ich auch Sweet Jasmine Baby, so wie hier auch.
Und da habe ich nämlich auch ein Bild von gepostet, wie er getragen aussieht. Also ich habe den auch einen Nagel lackiert und dann ein Foto von gemacht. Und ich finde den richtig schön, weil der glitzert richtig doll. Also ja, jetzt sieht man es ganz gut. Der glitzert richtig schön und ja, grün ist zwar jetzt schon ein bisschen auffällig und gewagt, aber für den Sommer, glaube ich, ist der wirklich 2,25. Und dann habe ich mir noch diese zwei P2 Sunstyle geholt. Die kennt ihr ja bestimmt auch alle schon. Und ich hatte erst nur den rosanen. Also den pinken, nicht den rosanen, den pinken. Und bin davon echt begeistert. Die sind nämlich richtig schön. Also die glitzern so schön. Ich finde das einfach wunderschön auf den Nägeln. Besonders dieser pinke, der glitzert sehr doll. Jetzt habe ich mir dann gestern noch diesen anderen von geholt. Da kostet einer 1,95, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 1,95. Und ja, ich habe die ganze Zeit halt auf diesen roten gewartet. Der war nämlich ständig ausverkauft. Ja, und dann habe ich ihn gestern zufällig im Regal gesehen und habe ihn mir gleich weggeschnappt, ja, weil den wollte ich unbedingt haben. Das ist halt dieser rote, den finde ich auch sehr schön. Allerdings, also ich habe ihn jetzt auch drauf. Und hier sieht man, der ist wirklich eher matt, also ein paar Schimmerpartikel sind schon zu sehen. Aber im Fläschchen glitzert das und funkelt das viel mehr als auf den Nägeln selbst dann. Was mich aber nicht wirklich stört, weil ich finde es trotzdem ganz schick. Also, mir gefällt's. Ja, der hat natürlich auch 1,95 gekostet. Und dann war ich letztens im Rossmann und dann habe ich von Rivel de Loop habe ich mir so ein Schnelltrockenspray gekauft für die Nägel. Und ja, ich habe es jetzt mal zweimal ausprobiert. Ja, ich weiß nicht genau, ob die Nägel dadurch schneller getrocknet sind. Das muss ich noch weiter testen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich frage mich nur, ob das, wie lange das halten wird, weil das ist ja nur so eine kleine Dose. Man sieht es kleiner als meine Hand. Und ja, ob die jetzt so lange halten wird, ist die Frage. Aber ich werde es testen und ich kann euch ja dann noch berichten, wenn ihr es möchtet. Auf jeden Fall steht drauf mit Rosenduft. Und ja, das finde ich, das stimmt. Also es schnuppert wirklich schön nach Rosen. Ja, dann habe ich mir geholt, wie ihr seht, bestimmt habe ich schon einen ganz schönen krassen Ansatz wieder. Also ich färbe ja meine Haare immer und ja, im Gesamtbild, also es gefällt mir gar nicht mehr, weil die sind ja schon so rot und ja, nee, das mag ich irgendwie nicht. Mir steht so dunkler, so schwarz, steht mir irgendwie besser, finde ich. Und es ist mal wieder an der Zeit, meine Haare zu färben, deswegen habe ich mir eine Haarfärbung gekauft. Das ist jetzt die Nummer 891 und das ist blau-schwarz. Ja, die werde ich mir jetzt demnächst mal wieder färben. Ich nehme immer die von Schwarzkopf. Die finde ich sehr gut und ich finde, die trocknen die Haare auch nicht so aus. Es gibt ja Färbungen, die trocknen richtig die Haare aus. Also ich hatte mal so eine ganz billige geholt, die hat irgendwie 3 Euro oder so in den Dreh gekostet und die war ja gar nichts. Oh Gott, da waren meine Haare nach der halben Stunde, die ich es einwirken lassen musste, total hart und die konnte man schon kaum noch kriegen. Dachte ich mir, so, ich hole mir mal ein Shampoo und zwar eins von Garnier. Das ist eben, da steht drauf Arganöl, natürlich Extrakte für koloriertes oder gesträhntes, ja, mir die jetzt färben gut werde. Dachte ich mir, ich hole mir einfach mal das passende Shampoo dazu. Ja, dann werde ich mal gucken, ob das gut ist und dann mal schauen. Ich hoffe, also es gab in der M so ein Duschpeeling, davon war ich hellauf begeistert, weil das hatte so einen leckeren Duft, das hat irgendwie so gerochen wie die Zuckerschnute und mit dem Peeling drin fand ich das auch so schön und dann war das irgendwie nicht mehr da. Deswegen dachte ich mir, das ist bestimmt eine LE und ja, habe jetzt rausgefunden, es war auch eine LE und zwar habe ich es jetzt wiedergefunden. Das ist das Duschpeeling mit Buttermilch und Lemon und das riecht richtig lecker, Leute, ihr müsst mal dran schnuppern. Das riecht wirklich wie Zuckerschnute, nur ein bisschen zitroniger oder limoniger. Ja, das finde ich richtig gut, habe ich mir gleich gekauft und ja,
Vielleicht kommt es ja mal ans Standardsortiment. Ich würde mich freuen, weil ich finde das richtig toll. Das ist mein Lieblings-Duschpeeling. Und ich stehe sowieso auf Duschpeelings. Und ja. So, dann das. Moment, das hat gekostet. Ach so, das. Das habe ich jetzt auch vergessen zu sagen, wie teuer. Aber das so um die 2 Euro. Und das Duschpeeling hat gekostet 1,45, genau. Und dann habe ich noch vergessen zu sagen, wie viel die Färbung gekostet hat. Und die hat gekostet 5,45 Euro. Und dann habe ich mir danach gekauft mein heißes Volumen-Shampoo. Heißes Volumen 48 Stunden steht drauf von Fructis. Und habe ich ja im letzten Aufgebrauch-Video erwähnt. Das mag ich sehr gerne, weil das bringt mir wirklich Fülle ins Haar. Man sollte halt föhnen, nachdem man die damit gewaschen hat, die Haare, und dann soll halt diese Fülle entstehen. Und ich kann es bestätigen, das stimmt wirklich. Steht auch drauf, für feines, glattes Haar ohne Volumen. Ja, finde ich sehr gut und deswegen wieder nachgekauft. Das hat gekostet 1,95 Euro. Ja, das war's auch schon. Okay, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag oder Abend, wann auch immer ihr das Video jetzt schaut. Und ja, folgt mir doch auf Facebook. Ich habe eine Facebook-Gefällt-mir-Seite, da heiße ich auch Sweet Jasmin Baby. Werde ich euch in der Infobox verlinken. Und wie gesagt, auf Instagram genau dasselbe, heißt ich auch Sweet Jasmin Baby, da könnt ihr mich ja auch mal verfolgen und schauen. Da poste ich immer so ein paar Fotos, wenn ich mir jetzt neue Sachen geholt habe zum Beispiel. Okay, also ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, über Kommentare sowie Abonnenten und Däumchen hoch, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!